gut? Ja. Ja, bei mir ist jetzt Yolanda Neff, Schweizer Aushängeschild vom Mountainbikesport. Danke, hast du da kurz Zeit gefunden, um über die anstehende Saison zu reden. Ja, für dich ist einiges neu. Du bist neu im Track-Team. Hast das Team gewechselt? Was bedeutet das für einen Fahrer? Ja, das ist sicher immer sehr entscheidend, in welchem Team dass man dabei ist, in welchem Team dass man fährt. Weil ja, es macht alles aus. Also es ist das Bike natürlich, wo die grösste Veränderung ist und die Leute, wo man mit unterwegs ist, wo man das ganze Jahr zusammen arbeitet. Und ja, ich glaube, wir haben ein sehr starkes Team am Start. Wir sind 4 Frauen und ein Mann. Und bei den Frauen ist mit der Emily Betty, wo letztes Jahr Dritte war im Gesamtweltcup, eine sehr starke Frau dabei. Wir haben bei den Männern den Anton Cooper von Neuseeland, der letztes Jahr auch schon Zweiter war am Weltcup. Also ein starkes Team, wir haben ein super Material und ich freue mich darum sehr auf die Saison. Schauen wir noch kurz auf die Saison. Zielmässig kann es für Yolanda Neff eigentlich nur etwas geben, das ist wieder der Gesamtweltcup-Sieg, oder? Der Gesamtweltcup ist etwas, ja, wo wirklich die Konstanz von einem Fahrer über die ganze Saison auszeichnet und wo sehr viel über das aussagt. Ja, Gesamtweltcup ist sicher auch ein Ziel von mir. Die Weltmeisterschaft ist aber sicher das grösste Ziel. Jetzt bist du im Winter durch wieder gerade quer gefahren, jetzt zuletzt auch wieder auf der Straße, jetzt zurück aufs Mountainbike. Wie ist der Wechsel zwischen den verschiedenen Disziplinen für dich? Ja, es ist in dem Sinne nicht ein grosser Wechsel vom Training her. Ich meine, am Schluss ist alles Velofahren, aber es sind natürlich andere Leute, ein anderes Umfeld, wo drin unterwegs ist. Aber für mich hat sich alles gute Vorbereitung etabliert. Ich fahre sehr gerne im Frühjahr ein paar Strassenrennen, um einfach die Geschwindigkeit auch aufzubauen. Das ist etwas, was du im Training so nicht kannst simulieren. Und die Intensität, ja, da hilft mir auf jeden Fall, um meine Vorbereitung aufs Mountainbiken zu machen. Und ich freue mich jetzt sehr, geht's auf dem Mountainbike los. Aber am liebsten würdest du eigentlich nur Velo fahren, oder? Sind wir ehrlich? Genau, so ist es. Noch etwas anderes, was ich nicht herausgefunden habe. Die Kette, die du immer anhast, die sehen wir immer. Was hat die für eine Bedeutung eigentlich? Die hat nicht in dem Sinn eine Bedeutung, aber es ist ein Geschenk von einer sehr guten Kollegin. Und sie hat die Kette selber gemacht, also aus Glas hat sie die im Feuer angefertigt. Also jede... Können wir sie bitte noch was zeigen? Perlen einzeln und ja, ist sicher ein sehr schönes Geschenk von ihr. Erinnert mich an sie und ja, hat die im Sie ist sie eigentlich fast nicht ab, oder? Also nicht nur fast, sondern nicht. Gut, danke vielmals und dann wünschen wir dir einen guten Start der Weltcup-Saison. Danke vielmals.